Hallihallo liebe Leute und willkommen zu einer kleinen Folge vom Ultimate Epic Battle Simulator. Das ist übrigens nicht der Simulator, den ich vor kurzem aufgenommen habe. Das war nämlich der, Moment, Epic Fantasy Battle Simulator. Das ist was ganz anderes. Und einige haben eben in die Kommentare geschrieben, dass der hier besser sein soll. Und ich dachte mir, ich gebe dem Ganzen eine Chance. Bewertet gerne das Video, schaut in die Beschreibung, da findet ihr meinen tollen neuen Comic. Und ansonsten noch vielleicht wichtig zu wissen, ich war die letzten 3 Tage ein bisschen krank, hab's jetzt immer noch etwas in der Stimme und fühle mich noch ein bisschen schwach, aber das geht jetzt bald sicher wieder vorüber. Und wow! So, es gibt hier den Sandbox-Modus und den FPS-Invasion-Modus. Da habe ich gerade mal ganz kurz reingeguckt, weil ich einfach nicht verstanden habe, was das sein soll. Und ja, ich mach das später. Wir gehen jetzt erstmal in den Sandbox rein. Ja. Oh, Unit Customize. Warum ist da jetzt ein Huhn? Ein Chicken? Ein wilder Mann? Hä? Katapult? Ein Pinguin? Ein Zombie? Oh ja, der ist sehr schön. Ein Tortoise? Ach so, eine Schildkröte. Oh, ein T-Rex? Hier gibt's ja alles. Tornado Trooper. Oh. Ich fange mit etwas Einfachem an. Ich nehme das Chicken. Gesundheit 20. Oh, das kann ich alles einstellen. Oh ja, warte mal. Ich mach dich 3-mal schneller. Und das war's. Ja, ne? Chicken schnell. Ja, ja, ja. Okay. Chicken. Team 1. 250 Stück. Ach so, dann kann ich jetzt hier einstellen, wo die hin sollen? Was? Und in welche Richtung? Okay, dann machen wir das hier an der Brücke. So, und als zweites Pinguine. Ja, davon aber nur 100 Stück. Und die kommen dann hier hin, auf die andere Seite. Ja, sieht doch gut aus. Dann auf in das erste Battle. Ja, schöne Kamerafahrt. Um links steht, wie viele noch leben. Da sind sie. Oh, wie süß. Und da ist die Brücke. Hallo. Oh, ihr kleinen Chickens. Ihr seid ein bisschen falsch gedreht, ihr Trottel. Na, egal. Ich starte den legendärsten Kampf aller Zeiten. Angriff! Meine Hühner! Los! Stürmt die Burg! Dafür habe ich euch erzogen, meine kleinen Racker. Oh nein, Willi. Du kleiner Volltrottel, was lässt dir denn so viel Zeit? Warte, was? Click, right click? LOL! Ich bin einer von ihnen! Oh mein Gott, ich kann mitkämpfen. End to use selected God Power Nuke. Oh, das wird interessant. Ja, 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 okay, okay, okay. LOL, ja genau, wie stark seid ihr denn? Oh, wer soll das denn ahnen? Ich dachte, die Hühner wären stärker. Das kann, och man, kann doch nicht wahr sein, Leute. Lauf lieber weg, ihr schafft das nicht. Habt ihr überhaupt schon einen besiegt? Ja, okay, doch. Da sind einige down. Ja, obwohl, die Hälfte haben wir schon besiegt. Das sieht doch ganz gut aus. Los, meine Kinder. 20 Jahre habe ich euch großgezogen und euch ein Feindbild erschaffen. Und jetzt ist der Tag gekommen, an dem ihr sie alle angreifen und besiegen könnt. Und sie schaffen es. Als ob. Ja, die gewinnen wirklich. Das hätte ich niemals gedacht. Nur noch 2. Umzingelt den letzten. Ja, ja, beiß da richtig rein. Oh, und ihr habt gewonnen. Wie viele leben noch? 45. Oh, Mann. Rest in peace, meine Freunde. Hier sind überall eure Federn. So, was mache ich denn jetzt? Was gibt's denn hier noch? Schildkröten. Ja, okay, warte mal. Ich nehme mal 1000 Schildkröten und einen T-Rex. Ich denke mal, der T-Rex wird trotzdem gewinnen, oder? Ich habe ja keine Ahnung, wie viel Schaden die machen. Ich weiß doch nicht, wie viel Leben die haben. Oh, hallo, du Süßer. Boah, ist der groß. Und da sind die ganzen Schildkröten. Oh nein. Vor allem, das dauert ja jetzt ewig, oder? Ich starte mal. Oh mein Gott, nein, jetzt lauf da bitte nicht runter. Okay, okay, immerhin. Oh, ey, nein. Meine Kinder, das wollte ich nicht.
Jetzt fallen die da alle in den Dreck. Oh, Manometer. Ja, aber okay, es dauert nicht so lange, wie ich gedacht hätte. Und man kann ja sogar die Zeit verstellen. Schaut mal. Schneller, ihr schafft das. Was machen die da unten jetzt? Laufen die da hoch? Sind die so klug? Ihr seid fast da. Leute, da neben euch. Ich gehe mal kurz rein. Hier, hallo, ich bin euer Feind. Schaut mal. Zertritt der die einfach? Also ja, das macht natürlich Sinn, aber wie krank ist das denn? Leute, passt doch auf euch auf. Ich glaube fast, das wird nichts. Ja, obwohl, es sind schon echt viele, ne? Jetzt kommen noch von da einige. Von rechts irgendwie auch. Ah ja, krass. Hey, meine Freunde haben gewonnen. Oh, das habt ihr so toll hinbekommen. Wie viele leben noch? Oh, die Hälfte. Was? Okay, das merken wir uns. 500 Schildkröten schaffen einen T-Rex. Oh, Manometer. Sag mal, wohin wolltet ihr? Hä? Hallo? Ihr nehmt ja wirklich die Burg ein. Ihr habt's geschafft. Ist ja schön. Oh, und jetzt leben die hier für alle Zeit. Ich war übrigens gerade kurz mal weg, deswegen habe ich gar nicht mitbekommen, was hier abging. Und zwar habe ich mir was Leckeres geholt. Hört euch das mal an. Oh, ja. Oh, boah, schmeckt ganz schön scheiße. Oh, das schmeckt echt scheiße. Warum schmeckt das denn so scheiße? Egal, jetzt habe ich es geöffnet. Jetzt muss ich es trinken. Ja, das passiert, wenn man sich beim Bestelldienst irgendwas noch mitkauft, obwohl man es gar nicht haben will. Ja, und dann hat man auf einmal wieder irgendeine komische Zuckerprölle. Wie heißt das nochmal? Zuckerplörre. Ah, genau, das war's. Im Haus. Aber egal. Genug geredet. Wir gehen wieder raus und haben Spaß. Okay, was gibt es denn noch? Ich schaue mir das nochmal an. Wildman, Archer, ein großer Ogre. Ja, okay. Ein starker Krieger. Ja, okay. Was wäre denn cool? Eine Sache fällt mir schon... Okay, doch. Ich hab's. Ich hab's. Das fände ich richtig nice. Da, Medieval. Archer, genau. Ich hätte gerne... Ja, sagen wir mal... 10.000 Archerinos. Und ich hätte gerne eine andere Map. Die ist echt doof. So, und dann platziere ich die hier drin. Ja, obwohl, da passt nicht 10.000 rein. Die muss 8.000 nehmen. Genau, das ist besser. Da drauf. So, und als Gegner hätte ich gerne einen stinknormalen Zombie. Genau, und da ich da Archer habe, 8000 Stück, die auf Entfernung alles reinballern, brauche ich schon tendenziell mehr Zombies. Ja, also ich würde sagen 22.000. Ja, und die Archer bleiben einfach nur da, hold position. Was ist denn hier für eine Stimmung? Ich bin im Kolosseum. Ich dachte, das wäre irgend so ein, keine Ahnung, eine Insel, wo man schön rausaimen kann. Was ist das denn? Hä? Und es ruckelt auch schon total. Ich habe 17 FPS. Als ob. Und was macht ihr hier? Oh nein. Okay. Was zur Hölle? Oh oh. Hallo. Na, seid ihr schon auf dem Weg? Wie krass ist das denn? Oh cool. Das ist so eine Horrorvorstellung. Also wenn ich von einer Sache in meinem Leben am meisten Albträume hatte, dann genau hiervon. Von irgendwelchen Zombies, die mich überfallen oder die ganze Menschheit hat sich verwandelt. Ich bin so der letzte Überlebende oder einer der letzten. Das, nee, ist mir einfach zu anstrengend. Warte, was? Hä? Ihr könnt da hoch? Da sind einige platziert? Nein. Als ob. Wie cool. Wie ist das? Hä? Drei Stück? Oh, ich habe auch nur 2300 Archer, weil er nicht mehr hingepasst haben, oder was? Ich habe doch eigentlich mehr gestellt. Was macht er denn da? Ihr werdet so sterben. Oh mein Gott. Treffen die überhaupt? Ne, irgendwie nicht, ne? Hallo, vielleicht mal... Ah doch, okay, ich sehe Blut. Sehr schön. Oh nein. Ihr Armen. Bitte nicht.
Ihr lasst die in Ruhe? Nee, okay. Einige versuchen es gerade und sie werden es auch schaffen. Aber verwandeln tut ihr die nicht, oder? Das wäre schon cool. Aber ich bezweifle es. Ja, da eine liegt. Da sind irgendwie 10 Stück drin. Und die reißen auch deutlich mehr, als ich gedacht habe. Ach komm, jetzt drehen die sich sogar um. Aber ihr kommt da schon durch, oder nicht? Naja, irgendwie schafft ihr das schon. Sobald die da tot sind, habt ihr freie Laufbahn. Oh nein, warte, ich werd's. Ich krieg euch alle kaputt. Hä, wie schießt er denn? Was macht er? Du schaffst das, mein Held. Die lösen sich einfach auf, wenn sie dich berühren. Du bist das Heilmittel. Hey, was passiert denn da? Hallo? Danke. Mehr wollte ich gar nicht. Da, hä? Die lösen sich... Ach, weil da das Ziel ist. Oh mein Gott. Okay. Alter. Die Armee der Toten. Bereit für ihren ersten Angriff. Aber wo ist die Gegenseite? Darf ich die auch nochmal sehen, bitte? Ja, Zombies, Zombies, Zombies. Das habe ich verstanden. Dürfte ich jetzt auch bitte mal die Archer sehen? Geh doch zwischendurch einmal rüber. Das sind nicht die anderen, das ist ein Busch. Okay, nee, ich gebe auf. Angriff! Los, meine Kinder! Oh, einer ist runtergeplumpt. So, noch einer. So, oh ja. Da sind wieder die Dullis vom Anfang. Ich hoffe, es buggt da jetzt nicht schon wieder. Doch, tut's. Aber einige versuchen durchzugehen, halten wieder an und können da wahrscheinlich einfach nicht rein. Kann das sein? Wisst ihr nicht, wie ihr da reinkommt? Das ist eine Tür. Die kann man öffnen. Hey, was macht ihr denn? Hä? Ach, die werden hier reingeportet. Ach so. Lol. Was zur Hölle? Warum das denn? Ja, aber wie wird das denn jetzt enden? Es sieht schon sehr eindeutig so aus, als wenn die Archer gewinnen würden. Da ist der Rest. Da stürzen einige in den Tod. Hallo? Was seid ihr denn für Trottel? Lol, wie viele? Ist ja lustig. Hey, wie cool. Ja, das ist ja gar nicht fair. Wenn er die Hälfte noch in den Tod läuft. Und ich glaube, da endet es schon. Oh, oh, wow, 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 okay. Ich nehm's zurück. Das ist ja richtig viel. Aber klar, ne, 20.000? Was habe ich erwartet? Aha, da steht, dass die Archer 500 Leute umgebracht haben. Aber trotzdem gibt es nur noch 13.000 Zombies. Das bedeutet, dass also an die 9.000 Zombies bisher in den Tod gestürzt sind. Und das sieht man auch. Hier, da sind einige. Richtiger Berg. Genauso wie hier an den Bergen. Na, wunderschön. Toll. Wirklich toll. Da guckt euch das an. Wie viel Spaß sie haben. Hui. Toller Spaß. Ja, so ergeht's allen, die für mich arbeiten. Irgendwann hat man genug davon und dann rastet man aus und springt einfach in den Abgrund. Ihr macht hier noch eine fette Party oder was? Ja, aber es sieht sehr, sehr kontrolliert aus. Und was das hier für ein Berg ist. Als ob. Nice. Ja gut, ich glaube, das war's, Leute. Das macht ja keinen Sinn. Warte mal, wir gehen mal raus und probieren noch eine Kleinigkeit. Und zwar hätte ich gerne 30.000 Zombies und, sagen wir mal, ja doch, 1.000. 1.000 Chunk Norris, was auch immer das ist. Start Battle. Oh. Boah, ne, das schütte ich weg. Ist ja, boah, ist das ekelhaft. Das will ich nicht mehr in meinem Mundi. Und ich starte das Battle. Los, Chunk Norris. Was bist du denn? Bist du einfach nur Chuck Norris und das war's? Was hast du denn für eine Waffe? Oh! Ja, genau. Alles klar. Ja. Hm. Ja, natürlich. Ich glaube, das wird ganz eindeutig werden. Hey, das ist ja viel zu stark. Na, okay, nee. Nee, okay, machen wir anders. Ich hätte gerne 10 davon. 10 inmitten der Zombies.
10 Chuck Norrisse versus 30.000 Zombie-Einheiten. Wo seid ihr denn, ihr 10 kleinen Süßen? Da. Als ob. Ja. Ist das dumm? Das sieht ja lustig aus. Was passiert hier? Seid ihr einfach unsterblich? Nein! Der hat nicht wirklich 1 Million Leben, oder? Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Die haben 11.300 Kills. Hä, er chillt auch. Achso, ja klar, weil ich nichts mache. Ich bin ja er. Ich klatsche euch alle weg. Ja, das ist ja... Also, da hätte ich mich ja noch tot warten können. Ich schaff das. Oh, ja. Aber ich kann noch was machen. Und zwar etwas, wogegen die nicht ankommen werden. Atombomben! Angriff! Atombombenangriff? Press N to use selected God Power. Wind. Warum denn Wind? Ich wollte nicht Wind, ich wollte eigentlich die Nuke haben. Da guckt so Jan. Als ob ich kann ihn einfach rumschleudern. Wie cool ist das denn? Ui! Ey, wie cool ist das denn? Ich klatsch die einfach alle. Ich klatsche euch alle weg. Da seid ihr alle in der Luft. Also entweder ihr fliegt einfach durch die Gegend und zermatscht oder Chuck Norris bringt euch um. Da ist der Rest. Ach, Kinder. Ihr hättet im Endeffekt gar keine Chance. Aber es konnte ja keiner ahnen, dass die so stark sind. Oh ja, der finale Angriff. Wow! Reicht das? Nee. Hui! Und keiner von ihnen ist gestorben. Ist das krank. 10 Stück gegen irgendwie 30.000. Ja gut, ich finde die letzten 3 Zombies nicht. Muss ich aber auch gar nicht. Die Chuck Norrisse kümmern sich darum. Sollten die irgendwann mal nochmal auftauchen. Dann bewertet gerne das Video. Schaut in die Beschreibung, da ist einiges verlinkt. Bis Daniel, euer noch leicht kranker Spenuel. Tschüss, bis dann.